Finde ich Verhältnis? auch. Also das ist, geht ja sogar noch. So, Wenn ich Kopf. dagegen einen EU-Generator sehe, der ist schon dann etwas teurer wieder. War das so? Ah, da ist er. Der Generator des Überlebenskünstlers. Power Multipli. Okay, Multiplikator mit einmal. Den stelle ich mal in den Keller. Ab in den Keller damit. So, ich gucke jetzt mal zu meinem So. Mining-Tor. Alter, ist hier tief. Lego mir. Ich werde auch gleich mal nach meiner gucken, was diese macht. Okay, was kann ich denn jetzt in diesen Generator reinschmeißen? Was? Oh! Kohle. Und Holz. Kohle, Holz und hier diese Scrap-Boxen und Scrap halt. Grab, warte mal. Ja, das musst du dir mit so einem Ding herstellen, mit so einem Mülltonne, Müllverbrenner. Es gibt einen Müllverbrenner. Alter. Scrap ist aber Den Schrott, braucht man. ne? Ja, aber dieses Scrap, da brauchst du den Schrott, Recycler für und da. für den Recycler brauchst du halt wiederum EU. Und das EU machst du dir halt wieder mit einem normalen EU-Generator und das ist halt wieder so eine Sache. Alter. So, okay, der brennt jetzt, das ist gut. Wir haben unseren ersten Generator gemacht, Leute. Also, es geht Das heißt, tatsächlich. es Bitte? geht auch mal los bei dir. Ich wollte gerade sagen, also das ist tatsächlich schon ein Highlight. Wir brauchen nur Lava. Pass mal auf, ich gehe mal eben ein wenig Lava holen. Ah, ich kann ihn nicht. Wie war denn das? Hier kann ich. Eimer. Und hatte ich nicht irgendwo dieses Teil? Warte mal. Wo? Wo? Wo ist das? Da, 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 Dort. da. Ich hatte irgendwo. Ach, da hinten ist er. Ah, alles klar. Ich habe so einen Tank gemacht für Lava. Und da kannst du 4 Eimer Lava reintun und kannst ihn da mitnehmen. Ah, okay, das ist cool. Und eben noch den Eimer, den du dabei hast. Also 5 Eimer kannst du mit einmal transportieren. Mit einem Tank. Oder mit einem so einem Block. Das ist eigentlich ganz geil. Und wenn Okay, du das da. ist wirklich geil. Wenn du die natürlich. Die kannst du auch stacken, wenn die voll sind oder wenn die leer sind. Also brauch nur einen Inventarplatz. Und wenn du jetzt irgendwie in eine große Höhle gehst oder sowas und dann Lava mitbringst, ist es natürlich richtig geil. Ja. So. Oh, der neue hat schon angefangen, sehe ich gerade. Und zwar. Ja, er hat gut schon losgelegt, sag ich mal. Zack. Zack, ja. So, meine Lava hole ich mir ja immer hier schön aus dem Becken, aber so viel ist nicht mehr. Nachdem ja, ich weiß ja leider nicht mehr, wer es war. So ein bisschen Wasser drauf gekippt hat, aber ist nicht ganz so tragisch. Was ist das? Was? Da steht ein Häuschen im Wald. Was ist das für ein Häuschen? Gibt es da. Nee, ist nur ein Kann Baum. Hexen. Ist Kann nur ein Hexenhaus sein. ein Baum. Sah aus wie ein Haus, ist aber ein Baum. Es gibt nämlich Hexenhäuser, ist eigentlich relativ klar. Ja, weiß ich. Und es gibt auch so Häuser, die verlassen sind und all sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, da gibt's einiges so ein Zeug, was man mal so. Das macht ja Dingens, hier Biomes Aplenty, glaube ich. Ja. Das ist eigentlich schon echt geil. Aber der neue baut auch eigentlich ein schickes Haus. Ja. Immer der Neue sagen. Ja gut, die meisten bei mir, also meine Zuschauer kennen ihn noch nicht. Deswegen sage ich jetzt erstmal noch der neue, bis er sich bei mir dann auch eben im Video persönlich vorgestellt konnte. Ja. Wir schauen einfach mal rein. Ich hoffe, das ist erlaubt. Oh. Der hat schon Sol Kabel und all sowas, Alter. Solange er noch kein Schild dort stehen hat, betreten verboten, dann Zer ist alles gut. zerkleinerer elektrischer Ofen, Alter, der hat hier schon voll die Ver. Ich Was? sage, die haben die letzten Folgen, die haben Alter! übelst lange abends noch gemacht. Was hat der? Der hat Dialorit, der hat Gold, der hat Kupfer, der hat Zinn, der hat Aluminium. Alter, der hat voll viel. Du musst auch bedenken, der streamt dreimal im Monat nur Megaprojekt. Aber dafür kommt bei ihm dann jeden Tag Megaprojekt, weil er noch jeden Tag, also das aufnimmt quasi, während des Alter, Streams. boah, das ist heftig. Alter, also, Cool. wow, heftig. Also, Respekt. Und unendliche Wasserquelle hat er sich gleich gemacht. Die habe ich auch in meiner Fabrik. Ja, ich brauch die nicht, weil ich hab da von Ender.io habe ich da eine Möglichkeit gefunden, wie ich da eigentlich ganz sicher bin. Beziehungsweise, wie ich dann quasi kostenlos unendlich Wasser generieren kann, ohne dass ich mich da groß anstrengen muss. Und dieses Wasser kann ich sogar an verschiedene Orte weiterleiten. Also das ist schon echt geil. So, ich tue jetzt Gravel in den Recycler. Mir reicht's jetzt mit dem Scheiß. So.
Zack, einmal hier hoch. Und keine Sorge, Freunde, wir werden noch eine schöne große Veranda bauen auf dem am Haus, damit man dann hier auch besser reinkommt. Nicht so wie ich jetzt immer. So, wir müssen jetzt von innen rein. Also ich habe ja meinen Eingang zu meinen Mining Turtles so ein bisschen geändert. Ich gehe jetzt in mein Haus quasi runter über einen Schienen. Und ich vergesse das immer zu, weil ich immer von außen reingegangen bin quasi. Okay, so, dann habe ich die Schmiede mal wieder aufgefüllt jetzt. Die ist wieder voll. Ich habe wieder keine Fackeln gemacht. Okay. So, einmal hier versegnetes Gestein. Das kommt damit rein. Zack, Aluminium, ne? Ja, Aluminium. Wunderbar. Zack, das ist dann noch ein Block drin. Wunderbar. Klack. Und drei Blöcke. Ah. Kohle, 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 Kohle. Zack, ich bin froh, wenn meine Schmiede jetzt endlich vergrößert ist, weil das dauert so lange, bis sie was eingeschmolzen hat. Boah. Von wo machen wir dann deinen Anfang? Ich würde sagen, pass mal auf, wo kommen wir denn dann runter? Ich würde sagen, schon unterhalb der gleichen Treppe, das geht nicht, doch, das geht wohl. So, das heißt, wir würden da runter gehen, darum, und eventuell so. Also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Eingang für die Schmiede hier vorne hin. Wunderbar. Haben wir das geklärt? Das heißt, wir können von hier ran an die Schmiede. Das wollte ich gar nicht, da wollte ich gar nicht hin. So, zack, einmal so. Und dann kommt die auch hier oben weg, weil hier sitzt sie auch im Weg. Zack, einmal raus. Auch Steelex, habe ich gesehen, hat einen Abonnenten dazu gekriegt. Ja. ja gut, es ist nun mal das Problem bei Steelex. Inaktiv. Man findet ihn halt auch relativ schwierig bei YouTube, also habe ich auch gemerkt. Ich habe meinen Kanal jetzt ja leicht umsortiert, vor allem wenn du auf die Startseite gehst, da habe ich dann auch Chaos Squad und alles verlinkt. Ja. Und dann habe ich eingegeben bei YouTube Steelex und es war wirklich schwer, ihn zu finden. Ich hatte Gott sei Dank von Nitro noch den Link, also habe ich ja in der Beschreibung auch bei Megaprojekt. Und den habe ich dann eben bei YouTube reingehauen oder bei Google und dann kam ich da hin. Aber, okay, wenn du Slimes brauchst übrigens, gib einfach bei mir unten in die Mining Turtle Mine. Da sind Slimes? Das sind so viele Slimes, ich habe glaube ich schon über ein Stack Slime. Alter, das ist heavy, das ist richtig heftig. Komm, schmelz ein bisschen schneller ein. Oh, ey, ich kann hierbei einschlafen. Zack, 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 wunderbar, so. Das heißt, aber ich muss die Schmiede leider noch so lange in Aktion lassen, die alte, bis die neue fertig ist, beziehungsweise bis ich bei den neuen nur noch die Dinger einsetzen muss. Nicht runterfallen, ja, zack. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Okay, der will noch keine neue Lava haben. Naja, okay. So. Geht auf jeden Fall demnächst auch schneller mit der großen Schmiede. Da kann man ja viel, viel mehr reinschmeißen. Somit kann man da also auch mehr Ertrag auf einmal rauskriegen, statt das, was ich jetzt hier mache. Da wo das dann so ewig lange dauert. So, drei Barren, die hole ich da auch mal eben raus. Eins brauchen wir nämlich gleich auch noch, weil wir machen noch ein paar Fensterscheiben vorne rein, damit man auch schön sieht. Oder? Ich will jetzt von meinen Fackeln loskommen hier in meiner Fabrik und werde mir gleich LED-Lampen bauen. Von Ender.io oder von Dingen? Diese Flachlampen, diese Platten da. Sieht total geil aus. Ja, das stimmt. Zack, zack, mal sehen, zack. Ob ich hier diese, nicht die, gibt's die hier nicht mehr? Limeium-Lamp, da brauche ich. Glas, was kann ich damit, okay, schisseln kann ich das noch, kann ich denn irgendwie Blöcke damit herstellen? Lalalala. Sand habe ich aber sonst noch, ne? Ja, Sand habe ich auch okay, noch. Okay, das ist nicht schwer, da brauche ich nur ein bisschen... So Zeug für. Da mache ich mir mal 20 Stück von.
von den Lampen wahrscheinlich. Glas. So, dann schauen wir doch mal. Dieses versegnete Glas, wo haben wir es? Oder versegnet heißt das, glaube ich, ne? Warte. Nein. Bone Meal brauche ich dazu. Bone Meal finde ich ja. Da haben wir ja genug von. Wo ist es? Da ist es. Ja. Versegnetes Glas. Okay, 5 Glas und zwar egal welches. Wunderbar. Das heißt, ich kann dann auch... Ich brauche bald auch wieder Glowstone, verdammt. Dann... Das heißt, ich schmeiß das mal eben da unten rein und dann machen wir uns gleich schon mal ein paar Fensterchen. Oder haben wir noch Glas hier drin? Oh, wir haben sogar noch Glas. Geil. Okay, wir haben noch 4 Blöcke Glas. Das ist wunderbar. Zack. Zack. Das heißt, die nehmen wir dann eben zuerst. 1. Und das Coole an der Tinkerschmiede ist eben, dass die dir das angeblich, dein ganzes Kram, was du da reinschmeißt, verdoppeln soll. Also, wenn du da jetzt irgendwie... Soweit ich weiß, ein Kupfererz oder sowas reinschmeißt, sollst du wohl 2 Barren daraus kriegen. Okay, das ist wirklich cool. Ja. Die hat diese Verdopplung da drauf, das ist ganz geil. So. Zack, 1. Und dieser Generator, den ich jetzt gebaut habe, wenn ich da jetzt Strom... generiere. Der bleibt da drin auch gespeichert, richtig? Normalerweise schon. Gut. Also, wenn ich da jetzt nichts anschließe, dürfte ja nichts weggehen, eigentlich. Nö. Gut. Zack. Also, technische Revolution heute bei mir. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber es ist wahr. Es passiert doch endlich mal was. So. Come on. Zack. Ein Barren noch. So. Oh ja, das ist cool mit den Lampen. Auf jeden Fall. Das gucke ich mir gleich auf jeden Fall mal an. Das würde ich doch gerne sehen, was der liebe Basti da schön zusammenbraut. So, warte mal. Ich baue mal eben erst hier meinen schönen Tank. Zack und. Ach, scheiße, ich brauche noch ein Glas. Nein, warum? Nehmen wir es jetzt. Backe ich da? Ich habe im Feed the Beast, habe ich in Ultimate auch solche Lampen. Da backe ich immer dran fest, aber hier geht's. Hier geht es, okay, da passt das. Wenn diese Wartezeiten nicht immer so lang wären. Oh. Tralali. So, ich hoffe, dass ein Sand rein... weißt du was, ganz ehrlich. Da kommt gleich noch mehr Sand rein und gut ist. So. Dann mache ich daraus 10 Glas gleich und fertig ist. So, jetzt werde ich erstmal nach den Lampen von Basti gucken. Das möchte ich nämlich auch gerne sehen. Und wir werden mal eben auf dem Feld vorbeigehen. Das können wir auch mal eben machen. Tralala. So, einen Apfel. Vielen Dank. Dank. Davon ein Lichter. Zack. Brauchen wieder Bone Meal. Hab ich noch Knochen? Ja, hab ich. Eine Ananas. Lecker. So. Da gibt's neue Karotten. Geilomat. Und eine Melone. So. Aber mein Feld möchte ich auch auf Dauer automatisiert haben. Also schon mit dem Ernter und all sowas. Ja. Ja. Weil ich glaube, sonst ist die Fressensproduktion echt langweilig. Hier in Minecraft. Ich hab mir da von Mining Turtle gibt's da auch so einen Ernter, wo du dir so machen kannst. Das ist eigentlich auch relativ cool. Ja, das gibt es. Ja. Okay, cool. Der erntet hier halt dann, wenn du das Feld dann, da müsst du dann, glaube ich, ernten, also auf Englisch plant, oder, nee, nicht plant, harvesten oder so eingeben, das kann ich mir vorstellen. So, wo wenn hast du... Nee, wenn hier oben in meiner Fabrik. Hier in deinem alten Retro-Raum da unten. So, oh! Alter, kann man die auch ausmachen oder sind die immer an? Nee, die sind immer an, leider. Aber außer, und die kann man glaube ich auch abbauen, wenn mich nicht alles zu. Ja, die gehen abzubauen. Hey, die ist ja eigentlich. Jetzt kann ich dir. Wenn du willst, kann ich dir davon mal richtig machen. Nö, alles gut, danke. Also ich bleib dann doch eher bei dem mittelalterlichen Stil.
Und oben, also das Haus soll eben dastehen als Haus, aber unten im Keller läuft dann eben die ganze Technik und sowas ab. Ne? Okay. Ich wollte es nicht unbedingt, also wenn das dann irgendwann mal bei mir richtig losgeht mit Technik, wollte ich nicht unbedingt, dass man sofort sieht, was sich hinter dem ganzen Haus dann doch versteckt.